Mein liebstes Fortbewegungsmittel. Wäre das autonome Fahren, wenn es das denn schon gäbe, dann könnte ich aus den Autofenstern solche tolle Außenwerbung im Straßenraum betrachten und zwar viel intensiver, als ich es jetzt tue. Ich könnte mich an den tollen Plakaten, an den digitalen Spots erfreuen und könnte mitkriegen, was für tolle Kampagnen ich auf der Straße aktiv betrachten kann. Mein erstes Auto war ein R5. Den bin ich sehr gerne gefahren von der Zeit nach meinem Abi bis fast zum Ende meiner Studienzeit. Er hat mir treue Dienste geleistet und hat es fast bis zur Familiengründung geschafft. Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich eine tolle Zukunftsperspektive. Einmal, weil ich dann intensiver die Werbeträger am Straßenrand angucken kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich aber dann auch unterwegs lesen, kann E-Mails machen und kann Dinge tun, die man heute lieber nicht macht, weil man ja die Hände am Lenkrad haben muss. Mit Elon Musk würde ich in seine Fabrik in Brandenburg gehen und würde ihn fragen, wie lange denn die Akkudauer derzeit bzw. künftig dann sein wird, wie lange der Akku halten wird, wenn ich von A nach B fahre, ob irgendwann die 800 Kilometer tatsächlich kommen und wann es genug Elektrotankstellen in Deutschland gibt, es sich lohnt, wirklich flächendeckend E-Mobilität einzusetzen. Die größte Entfernung, die ich je zurückgelegt habe. Die größte Entfernung, die ich jemals zurückgelegt habe, war von Deutschland nach Japan. Es war ein beruflicher Trip, natürlich mit dem Flugzeug. Unter Klimagesichtspunkten würde man es heute wahrscheinlich so nicht mehr machen, weil einsteigen in Frankfurt, am nächsten Tag aussteigen in Tokio, Termine. Einmal übernachtet, zweimal übernachtet, zurückgeflogen, wenig gesehen von der Stadt, wenig gesehen vom Land und am Ende mit tierischem Jetlag wieder angekommen. Auf den Mond schießen würde ich mich sicherlich nicht. Mein Interesse im Weltraum mit Jeff Bezos oder anderen unterwegs zu sein, ist sehr begrenzt. Ich bin gerne, wo ich hier bin. Ich bin gerne mobil. Ich finde, es gibt so viel Tolles zu entdecken hier auf der Erde, dass ich lieber hier bleibe und dass ich viel Mobilität im öffentlichen Raum genieße. Bevor ich sterbe, möchte ich leben. Ich möchte noch viel reisen, noch viel entdecken, noch viel sehen. Natürlich klimagerecht. Ferne Länder bereisen, mir angucken, wie es dort zugeht in anderen Kulturen, mir natürlich andere Werbeträger in anderen Ländern angucken und natürlich auch gucken, wie Kommunikation im öffentlichen Raum abläuft. Noch ganz schön viel Programm, bis ich dann tatsächlich in die Kiste fahre. Touri 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.